Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wenn man mich nach einer Sache fragen würde, die mir an meinen Videos so gar nicht gefällt, würde ich den Ton nennen. Das liegt zum einen an meinem bisherigen Mikrofon, nämlich dem internen der Canon EOS 600D und zum anderen aber auch am Aufnahmeraum, da dieser recht leer ist und somit ein Hall entsteht. Ich möchte das Ganze jetzt verbessern. In meinem letzten Video habe ich bereits ein anderes Mikrofon benutzt und man sieht, was man da tatsächlich rausholen kann. Das verlinke ich euch nochmal unten in die Beschreibung. Und wir packen jetzt hier das Zoom H1 mit Zubehörpaket aus. Das Ganze kostet normal 107,50 €, glaube ich. Ich habe dank einem Gutschein am Ende dann 82 € und ein paar Cent bezahlt. Und ich denke, das kann man für anständigen Ton investieren und hoffe natürlich, dass das jetzt einiges bringt. Schauen wir mal rein. Viel Spaß! Auf der Vorderseite sehen wir erstmal, dass es sich um Version 2.0 handelt und wir das Zoom somit als USB-Mikrofon verwenden können. Falls ihr schon lange einen Zoom habt, dann könnt ihr diese Funktion aber auch per Software-Update nachrüsten. Den Link stelle ich euch unten in die Beschreibung. Weiterhin ist die Software WaveLab dabei. Die werde ich vermutlich eh nicht benutzen. Ich werde ja weiterhin Final Cut verwenden für alles, was mit Bild und Ton zu tun hat. Aber trotzdem nice to have. Und ich würde sagen, das reicht dann auch von der Verpackung. Schauen wir mal rein, was sich im Inneren befindet. So, da haben wir hier erstmal die 2 GB MicroSD-Karte und dann den Adapter, damit das Ganze in ein normales SD-Kartenlaufwerk passt. Und außerdem dann hier Warnhinweise, Hinweise zu WaveLab, also der mitgelieferten Software und ich denke auch eine normale Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier schon das Zoom. Das packen wir gleich weiter aus. Und hier haben wir noch eine Batterie, so, damit man also auch direkt starten kann. Nachdem wir dann alle Folien entfernt haben, können wir das Gerät zum ersten Mal in die Hand nehmen. Und der erste Eindruck ist von der reinen Optik und Haptik sehr, sehr billig. Also es wurde hier wirklich billigstes Kunststoff verwendet, aber damit habe ich gerechnet, denn in so ziemlich jeder Rezension und in jedem Testbericht taucht das als negativer Punkt auf. Aber nichtsdestotrotz geht es ja hier um die Qualität des Mikrofons und ich lege einfach mal die Batterie ein. An der Seite haben wir jetzt hier eine ganze Menge Knöpfe, hier unten auch den Anschalter. Betätigen wir den einfach mal kurz und dann geht das Zoom auch schon an. Jetzt haben wir natürlich keine SD-Karte drin, dementsprechend auch hier kaum verbleibende Aufnahmezeit. Da ist ja die 2 GB Karte dabei, die ich dann gleich erstmal einlegen werde. Und ich würde sagen, soweit erstmal hier zum Zoom. Dann geht es auch schon um das Zubehörpaket. Das öffnen wir jetzt ebenfalls einfach mal. Dann kommt diese weiße Box hier zum Vorschein. Und dort drin befindet sich dann auch schon das ganze Zubehör. Fangen wir mal hier oben an. Da haben wir den Windschutz, der also einfach oben auf die Mikrofone aufgesteckt wird, damit wir beim Sprechen keine Windstöße damit drin haben. Zum Beispiel, wenn wir etwas mit P sagen, wo ja immer dann so ein bisschen Atem mit aufgenommen wird. Oder halt auch draußen, wenn es eben ein bisschen windig ist. Dann haben wir hier ein Kabel zum Synchronisieren mit dem PC von Mini-USB auf normales USB. Weiterhin dann hier die Tasche für das Zoom, damit, wenn wir das Ganze mal mitnehmen wollen, damit wir das vernünftig verstauen können. Hier unten haben wir dann noch den Haltegriff, genau, der ist auch noch dabei. Darauf können wir das Zoom also draufschrauben, wenn wir es eben so festhalten möchten. Und dann haben wir noch ein kleines Dreibein-Tischstativ, finde ich auch recht praktisch. Und zu guter Letzt wird das dann hier noch der Netzstecker sein. Jawohl. Und zwar natürlich auch die deutsche Ausführung. Lasst euch da von dem Amazon-Bild nicht abschrecken. Da ist nämlich ein amerikanischer Stecker drauf abgebildet. Es ist hier wirklich der deutsche Stecker dabei. Ich blende jetzt noch ein paar Beispielaufnahmen ein, aber vorher will ich mich schon mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video mit anständigem Ton wiedersehen. Viel Spaß jetzt noch bei den Aufnahmen und ciao, bis zum nächsten Mal. Das ist ein Test mit dem internen Kameramikrofon der Canon EOS 600D. Und nun hört ihr mich über das Zoom H1. Ich denke, dass man schon einen deutlichen Qualitätsunterschied bemerken wird. Ich habe den Windschutz mittlerweile übrigens auf dem Zoom aufgesetzt. Beim Aufnehmen muss man nur wirklich aufpassen, dass man nicht an das Gehäuse rankommt, denn sobald ich da mal ranfasse, dann
ja, hört man das ziemlich deutlich auch dann in der Aufnahme. Und zu guter Letzt habe ich das Zoom H1 als externes Mikrofon an die Canon EOS 600D angeschlossen. Die Qualität ist zwar besser als die des internen Mikrofons, aber auch deutlich schlechter als die des Zoom H1, wenn man es eben als eigenständiges Mikrofon verwendet. Ich muss jetzt also mal schauen, wie ich das zukünftig hier am besten löse, um die bestmöglichste Qualität auch im Endeffekt zu bekommen. Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Macht's gut, Leute. Ciao.